Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim Center Station Simulator. Ich habe jetzt hier hinten mal angefangen, also ihr seht schon, ich habe einiges noch ausgebaut, wie ich es gesagt habe. Ich habe jetzt hier hinten angefangen, mal die ersten Bäume wieder zu züchten, was auch wirklich notwendig ist. Und ich denke, das ist so eigentlich ganz gut. Jetzt war ich gerade dabei, mal den Aufsteller zu platzieren für, ich sollte das mit einer Kugel machen, für die Baumstämme. Und ich möchte genau hier gegenüber nochmal 4 Stück hinmachen und dann auch nochmal einen Sammler für Baumstämme. Und hier dahinter sollen dann 2 Sägen kommen. Hier habe ich die Steincrusher schon mal hingestellt. Die arbeiten auch ganz gut. Jawohl. Und hier kommt auch fleißig mein Zement rein, so wie es sich gehört. Strom hat es mal einmal rausgehauen. Da waren plötzlich 4 Solarpaneele auf einen Schlag. Also ich war ungefähr auf dem Strom wie jetzt. Und dann sind oben tatsächlich 4 solche Solarpaneele gleichzeitig ausgefallen. Und schon war es vorbei. Schon war wieder alles aus. Gut, alles was hier an Obst und so weiter ist, werde ich auch natürlich nach da hinten verfrachten. Ich werde da hinten meine Obst-Gemüse-Ecke machen. Aber das Erste, was ich natürlich jetzt machen möchte, ist erstmal die Plantage für die Bäume, weil wir werden einiges an Bäumen brauchen. So, deswegen platziere ich jetzt hier gleich mal mit euch 4 solche Dinge. Jawohl. Und der nächste. Da denke ich mal, dass der eine Wasseranschluss reicht. Also ich habe schon überlegt, ob ich da nochmal jeweils einen dazwischen mache. Aber ich denke, das reicht, wenn ich da den einen habe. Ein bisschen umdrehen kann ich mich ja. So, passt. Jetzt passt der, oder? Ja, gut. Dann schnappe ich mir mal die Kugel. Ich habe jetzt, ich kam gar nicht dazu, dass ich hier weitermache mit dem ganzen Schmelzereien und so weiter, weil mir war es hauptsächlich wichtig, dass ich da ausbaue. Wir haben jetzt halt auch nochmal für eine Wand. Das weiß ich natürlich nicht, das wollte ich probieren, dann in welche Richtung ich bauen kann, aber ich denke mal, dass ich die Wand hier machen kann. Insofern möchte ich mir die diesmal anreißen. Also ich möchte an jede Wand mal so einen Eimer schmeißen, um einfach zu sehen, was geht. Jawohl. Ja, das ist echt cool. Das ist wirklich cool. Das ist so genial. Ich kann mich halt wirklich richtig ausbreiten, ne? Oh, der Strom. Ja, und so schnell geht's, ne? Da haut's da plötzlich die Sicherung raus, weil die Paneele da draußen wieder dreckig sind. Ja, und als ich den Stromausfall hatte, ja, jetzt waren es auch 4, ne? So. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich hier nochmal ausbaue. Und dann gibt es ja noch diesen Stromgenerator, den ich allerdings, glaube ich, erst freischalten muss. Da können wir nochmal ganz kurz an den PC schauen. Mal schauen hier. Also die habe ich jetzt entsperrt, weil ich habe Kohle gebraucht und es hat mich genervt, dass ich 10-mal draufhaue und nur 5 Erze rausbekomme. Und jetzt bekomme ich halt 10 Erze raus bei 10-mal Klopfen. Das ist, ja, Zementmischmaschine, die muss jetzt nicht unbedingt schneller laufen. Und hier haben wir Entwurffräse, Entwurf Mittelmotor. Elektrische Gießerei. Ich glaube, da muss ich doch nichts freischalten, oder? Das kommt ja alles erst. Okay. Gute Frage jetzt, ne? Ja, wir müssen hier mal die Kohle rausschmeißen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das geht. 4, 5, 6, 11. 11 Stück. 20 Stück. Ah.
einmal hier abstellen. Du kannst dich nicht hinstellen, ne? Das ist oder schwierig. Na komm, geh her. Ah, nee, das ist ganz blöd. Noch blöder. Aber gut, ist immer noch schneller als laufen, ne? Wobei, warte mal, so. Ihr fallt immer hier auf die Seite raus. Kannst du hergehen? Komm her. Wenn ich die halt alle rausschmeiße, dann kullern die davon. Ne? Das ist nix. Das ist nix. Das ist nix. Das vielleicht eher. Komm her. Aber auf jeden doch ist auf jeden Fall schneller als immer wieder nach vorne zu laufen. So, und der letzte. Jawohl. Dann können wir nämlich hier immer schön einfach die Baumstämme reinschlichten. Dann geht es wirklich zackig. So, und wenn was nicht bewässert ist, dann kann ich das hier schnell machen. Und die Samen sind dann auch gleich wieder reingepflanzt. Und dann kann ich das nämlich auch so lassen. Hier hinten soll dann auch ein Regal noch her für die Samen. So, jetzt werde ich mal erst den einen Holzdings hier noch fertig machen. So. Und dann bauen wir die Säge ab. Und dann kommt die Säge da hinten hin. Jawohl. So, schnappt ihr gleich mal die. Und plups. Das Teil ist schon recht laut, ne? So, schmeißen wir mal daher. Dann können wir die Palette mit den, für die Bretter können wir dann natürlich auch zerlegen. Die kommen dann nämlich neben die Säge. Jetzt stellen wir erstmal die Säge dann hin. Ich tue gleich mal die hier hinterbringen. Da brauchst du schon fast ein Auto, ne? Um da entlang zu fahren. So, gut. Dann Säge. Sägetisch. Schalter ist hier. Nein, Schalter ist da. Dann fallen die nämlich auch nach links raus. So, so ist es gerade. Da ist es grün. Müsste eigentlich hier so passen, ne? Ne, das ist... Das geht nicht. Das, also wenn dann als zweites. Aber als erstes Teil kann man das nicht platzieren. So. Und dann kann ich nämlich hier immer Holz rausnehmen, gleich hin. Dann schauen wir mal, wo die Palette hinpasst. Ne? Tu nochmal raus. Tu nochmal raus. Hallo. Danke. Wir lassen jetzt einmal das eine Holz hier durchlaufen, dass sich die zwei Bretter da hinlegen. Und danach werde ich meine Palette dann herrichten. Ich glaube, das ist echt gut so. Und wenn ich das hier dann nochmal mit vier Kästen mache, dann hier nochmal und dann nochmal eine Säge. Und dann hätten wir zwei Paletten mit... Schnittholz. Und vor allem, man kann ja dieses Schnittholz, diese Bretter, die kann man ja auch oben im Shop verkaufen. Deswegen war es mir dann auch wichtig, dass ich hier möglichst viel an Material machen kann. So, dann Palette für
Hölzer. Ich dreh dich. Es gibt eh keinen Hubwagen, also von daher. Ja, komm, das lassen wir so. Viermal. So ist es ideal. Sondern fangen wir an, dass wir die Kästen nochmal. Ich möchte nur den hier noch wegstellen. Was? Nee. Ja, das sind schon mehr. Das verwirrt mich jetzt ja gerade nur, dass die alle auf einer Stelle sind. Ist auch schade, dass es nicht. Moment, ich schmeiß euch mal raus. Ist auch schade, dass es nicht zusammengepackt ist. Weil ich habe ja extra das mit. Na, ihr wisst schon. Ich habe ja extra diesen Komposter. Ja, ihr fliegt jetzt natürlich auch überall rum. Dann würde ich den nämlich jetzt halt einfach hier nochmal mit herstellen, weil ich glaube, da ist es egal, wo der ist. Und den kann ich gerne hier im Anschluss an die Bretter setzen. So. Dann kannst du wieder weg. Dann können wir den hier bauen. Hallo? Schnapsi dir. Und zack. So. Dann wäre natürlich auch ein Schredder hier auf der Seite nicht schlecht. Wobei ich natürlich auch den einfach mal hier reinschmeißen kann. Das ist ja auch kein Thema, ne? Oh, wir haben unseren Ding fertig. Das heißt, da können wir gleich die nächste Ladung reinschmeißen. Solange ich die große Maschine nicht anmache, passt das alles. Der Betonmischer, der kommt natürlich auch noch weg. Dann muss ich natürlich auch noch eine Fertigungsstraße dann platzieren. Das passt noch. Wir können den mal hier noch rausschmeißen. Dann lasse ich jetzt nochmal die Maschine hier laufen. Moment. Ja, doch. Das musste jetzt aus sein. So, dann würde ich sagen, doch, ich kümmere mich jetzt mal, dass die Kästen hier fertig werden. Es geht nicht anders. Und den Komposter, da kommt jetzt natürlich einmal das hier rein. Und ich sammle jetzt alles an Zeug, was jetzt da wächst. Das kommt jetzt alles immer da rein. Ich habe nur leider keine Salate mehr. Also Samen habe ich schon noch, aber ich habe jetzt keine mehr angepflanzt, weil das wäre im Grunde ideal für den Komposter, weil ich da halt immer neun Köpfe im Grunde rausbekomme. Dann sind 8 Stück für den Komposter und einer für den Samen. Vielleicht stelle ich die auch direkt hier daneben, dass ich speziell für den Komposter hier eine Herstellung habe für den Salat. Wäre, glaube ich, okay. So, wir können eh mal nach oben schauen, weil ich glaube, da steht schon wieder eine ganze Batterie an Leuten. Ja, schön brav, einer nach dem anderen. So. Schauen wir mal, was jetzt geht. Also hauptsächlich wird Wasser gekauft. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber ich sage mal so, jeder Thank you. fünfte Good bis day. sechste hat vielleicht mal Obst dabei oder Salat oder was weiß Hello ich. there. Und noch seltener ist der Zement. Thank you. Goodbye. So. Hello there.
Die laufen auch richtig schön gemütlich, so wie es sein soll. Eine Flasche Wasser. Dafür hast du jetzt in der Schlange gewartet. Vor allem, wenn man hier in der Wüste ist, dann denke ich mir auch, ey, eine Flasche Wasser, die hast du doch kaum offen, ist sie schon leer. Thank you. Good day. Ja, wünsche ich dir auch. Na, Hallöchen. Hello there. Thank you. Good day. Mal wieder Äpfel mit dabei. Hello there. Thank you. Good day. Also das Wasser ist halt einfach am schnellsten nebenbei produziert, ne? Hello there. Ein so ein Karton und ein halber Kühlschrank ist voll. Thank you. Good day. Aber davon wirst du halt nicht reich, ne? Und diese Holzschnipsel, die kann ich halt erst verkaufen, wenn ich wirklich in Masse. Thank you. Good day. Wenn ich wirklich in Masse mal produziert habe. Vorher brauche ich da gar nicht anfangen. So, du bist auch schon wieder fertig. Wunderbar. Hauen wir gleich den Zement wieder rein. Sand. Und Water. So, wenn ich jetzt wahrscheinlich die... Okay, nee, das kann ich vergessen. Da kann ich die hinten gar nicht einschalten. Da sind wieder Paneele voll. Drei Stück. Ja, vielleicht sollte ich doch mal mich drüber machen jetzt. Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das ein gepatcht wurde oder sowas. Also ob das jetzt beim letzten Update war. Es sollen jetzt 250 Erze hier reinpassen, aber ich habe das Ding nicht abgegradet. Das wundert mich ein kleines bisschen. Ich würde natürlich gerne hauptsächlich hier mal auf Kohle gehen, aber das kostet ja. Da und die Bohrtiefe, ich habe die Bohrtiefe nicht verbessert, also keine Ahnung. Vor allem weiß ich eh nicht, wie das jetzt genau funktioniert, weil es gibt ja anscheinend spezielle Bohrer dafür. So, die Säge können wir mitnehmen, genau. Weil die soll ja dann hier im Anschluss dann hin. So, lass mal einfach mal laufen. Für die Bambus würde ich vielleicht separat was machen. Ich würde tatsächlich sagen, wenn ich die vier Kästen habe, kommen da nochmal vier Kästen her. Aber im Anschluss an die vier Kästen kommt dann nicht nochmal ein Holzteil, weil dann kann ich nämlich hier Bambus vielleicht hermachen und dann tun wir hier zwei Kästen oder was züchten mit Bambus. Oder einen Kasten, eigentlich reicht einer. Weil es geht ja relativ schnell, ne? So, einmal rein, zweimal, dreimal, viermal. So, dann läuft das nämlich hier auch. Wir könnten eigentlich den Bambus-Ding hier gleich herstellen. Schmeiß mit die drei gleich mal rein, weil vorne den Bambus muss ich eh wegpflücken mal. Genau, und hier im Anschluss dann eben nochmal Säge. So, jetzt mit dem Schalter nach hier vorne. Und mal gucken, ich glaube hier ist okay. Ja. Wunderbar. Und umso schneller geht es dann nämlich. Dann kann ich auch gleich ein zweites mit durchlaufen lassen.
Und ich denke aber, dass die eine Palette reicht. Die tue ich dann einfach die. Ah, nee, die hätte ich andersrum hinstellen müssen. Jetzt mache ich mal das fertig. Das muss ich andersrum hinstellen, dass das Holz auch in die Richtung läuft. Halt, kannst gleich da hinten weitermachen. Aber ich sollte auch schauen, dass ich da vorne den Kasten fertig mache, ne? Das wäre, glaube ich, sogar besser, weil hier bekomme ich nicht so flott Zeug raus. Oh, gut. Man sieht es halt leider nicht, ne? Das ist immer noch so ein Manko, was hier ist, dass man manche Sachen eben nicht angezeigt bekommt. Wie zum Beispiel, wie viel Obstgemüse habe ich schon drin? Weil wenn ich danach gehe, muss 10 Mal was rein. Aber ich kann es anscheinend auch überladen. Es geht anscheinend auch. So. Wenn du jetzt allerdings fertig bist und ich hier keinen Zement mehr drauf habe, müsste ich eigentlich die Maschine einschalten. Jetzt ist nur die Frage, ob das geht. Nein, weil ich nicht genügend von den Schotter drauf habe. Man kommt gar nicht hinterher. Also so von wegen schnell, schnell geht das Spiel nicht. Und? Okay, der Strom ist natürlich jetzt höher, der Stromverbrauch. Jetzt mache ich mal noch das eine Ding hier fertig. Und dann baue ich die Säge nochmal ab und um. Ja, ein Paneel jetzt hat ausgefallen, ne, da oben. Und schon, also den Ding brauche ich jetzt gar nicht nutzen, den Zementmischer. So, jetzt wenn noch ein drittes dazu kommt, ist vorbei. Stehen schon wieder 3, 4 Kunden. Es wäre schön, wenn ich das jetzt hier fertig bekomme. So. Und wo fallt ihr hin? Ich hoffe nicht mitten rein, sodass ich euch aufheben kann noch. Ne, gut. Also, dann machen wir den da. Weil mir der jetzt halt einfach wichtiger ist. Da tue ich dann auch gleich mal die Erde mit nach vorne. So. Dann wirst du eingepackt. So, damit ist der Strom auch schon mal wieder runter. Die stelle ich daher. So, dann platzieren wir das gleich wieder, den Blueprint. Aber diesmal schalte auch auf die Seite, dass wir die Bretter eben hier haben. Ja, das wird schon passen. Gut. Fehlen noch zwei. Jawohl, die Zementsäcke sind auch fertig. Das heißt, ich kann die Maschine hier wieder laufen lassen. Sand habe ich noch ein bisschen. Ein bisschen was. Dann Holz. Wie schaut es bei euch aus? Oh yes. Ne, tu die gleich aufräumen. Gleich hier vorne rein. So. Das geht ja wie am Fließband hier.
Wenn die dann auch noch fertig sind und diese Aufsteller, perfekt. So, euch zwei packe ich gleich dahin. Dann holen wir uns zum einen mal schnell das Wasser. Da kann ich ja die paar Meter laufen wegen dem Ding hier. Brauche ich jetzt auch keinen separaten Wasseranschluss. So, kann ich die in eine Kiste reintun? Nein. Kann ich die in den Würfel reintun? Nein. Oh Mann. Oh. Seit wann drückst du wieder auf die Taschenlampe, ja? Na gut, dann müssen wir das jetzt mal hier rüber schaffen. Und dann werde ich den Samen-Dingsbums hier sowieso nach hier drüben bringen. Und ich würde sagen, den stelle ich auch neben diesen Pflanzkasten. Dass es schön nah ist. So, im Normalfall sollten alle reingehen, weil das sind 9 Samen insgesamt. Aber es wird im Laufe der Zeit immer effektiver, dann brauche ich nicht mehr so viel laufen. Also das ist wirklich ein Spiel, da legst du Kilometer zurück. Ob es da einen Erfolg gibt, laufe 1 Kilometer in diesem Spiel. So, normalerweise solltest du jetzt auch noch mit reinpassen. Ja, gut. Dann haben wir nämlich alle 9 drin. Vorhin bei dem anderen Kasten, den ich ja dann abgebaut habe, waren es ja immer noch nur 8 Stück, die ich nur noch reinmachen konnte. Keine Ahnung, woran es lag. So, und wenn ich dann hier den Salat habe, dann kann ich den zack, zack, zack einfach da reinschmeißen. Und das ist gut, glaube ich. So, den Bambus können wir abbauen, haben wir gesagt. Oh, warte mal, kannst du das hier reinschlichten? Ne, das geht komischerweise nicht, ne? Ich kann zwar den Bambus in die Tonne hier packen, aber ich muss sie einzeln hier rausnehmen. Und 9. So, dann können wir nämlich das Ding abbauen. Und es wird auf jeden Fall dann noch interessant, wenn ich das dann mit den Schmelzen auch noch mache. So, nee, falsch. Machen wir da halt noch die 2 hin. So, rein damit. Dann können wir da eigentlich auch gleich einen Baum reintun. So. Das ist ja eh dafür gedacht. Was? Und kein Baum läuft durch? Okay. Müsste ja eigentlich gehen, dass ich da 2 mache. So, du bist auch schon wieder fertig. Ei, das geht echt super schnell alles. Zack. Zack. So. Dann können wir Flaschen mitnehmen. Ich glaube, das wird dann auch erst einmal reichen mit Flaschen. Ja, das reicht dann erst einmal. So, gucken wir mal. 74 Euro haben wir. Thank you. Goodbye. Goodbye. Hello there. Servusle. Thank you. Good day. Nehmt halt irgendwas Obstmäßiges oder sowas noch mit. Hello oder there. Zement.
würde mir auch mal passen. Thank you. Goodbye. Aber die wollen nicht, ne? Hello there. Servus. Auch nur Wasser oder? Thank you. Goodbye. 4 Leute und nichts Hello anderes there. Als Wasser. Thank you. Good day. Der 5. nur mit Wasser, also Obstgemüse geht ganz, ganz selten. Thank you. Goodbye. Ja, und schon haut jetzt nicht mehr hin, was ich gesagt habe am Anfang. Wie ich gesagt habe, jeder 5. nimmt vielleicht mal. Ja, okay. Das ist doch schon Thank mal schön. Goodbye. Mal kein Wasser. Hello there. Ich denke aber, es ist absichtlich so gemacht, dass man einfach nicht zu schnell wächst. Weil wenn ich jetzt halt nur die ganze Zeit Zement verkaufen würde, dann hätte ich so schnell das Geld zusammen für die Ausbauten. Oh. Sogar zweimal, ja, hallo. So, von 74 auf 111, knappe 40 Euros, ist doch okay. Das ist doch gut. So, strommäßig passt es noch. Schau ich mal, ob ich da nochmal... Jawohl, danke. Kann ich nämlich da hinten gleich nochmal reinpacken. Das kann ich ja auch nicht... Achso, da fehlt Wasser. Das kann ich ja leider auch nicht in einen Träger reintun, verschiedene Sachen. Ansonsten würde ich gerne die Kiste nehmen. Und den dann auch noch. Achso, die fehlt schon wieder Wasser. Also Obst und Gemüse, die brauchen schnell Wasser. So, euch habe ich, passt. Na gut, dann werde ich mal schauen, dass ich hier auf jeden Fall noch Erde herstelle. Da fehlt auch schon wieder Wasser. Dass ich die letzten Teile hier noch fertig machen kann. Wie gesagt, hier kommen nochmal 3 Bäume und dann mache ich da nochmal 4 Kästen. Da würde ich dann auch sagen, mache ich 3-mal Baum, 1-mal Bambus und mache dann hier einfach 3 so Aufsteller Bambus her. Das sollte doch okay sein. So, Holz kann natürlich jetzt auch gut produziert werden. Optimal. Ja, ich finde so optimal. Ist auch schon wieder fertig. So, ich denke mal, dass ich diese eine Wand hier auf jeden Fall jetzt halt noch verbreite. Und dann kann ich da in dem Eck vielleicht meine Fertigungsstraße machen für das ganze Erzzeug. Dass ich dann da meine Erze herstelle. Rein damit und los, da geht's. Wunderbar. Ja, auf jeden Fall muss ich schauen, dass ich hier nachleg. Und wenn ich schon wirklich wenig Kohle nur draußen finde, muss ich mich auch auf die Bäume stürzen. Das geht gar nicht anders. Jawohl. Und du auch noch. So, kann ich da schon was? Oh ja, da kann ich schon reintun. Ne, sind aber nicht gleichmäßig fertig hier, ne? So. Es ist schön, dass ich hier nacheinander reinpacken kann. Aber okay. Dann muss ich warten. So. Leute, dann soll es das für heute gewesen sein. Ich brauche Erde. Dann soll es das für heute gewesen sein. Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo da zu lassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.